Ein neuer Tag, eine neue Folge in der Sektenkolonie vom Minkler. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir sind wieder da. Einer ist verletzt, der Jacob Kane. Der war ja leider, ja, durch die Mission ein wenig angeditscht da. Also ich könnte ihn natürlich auch ganz entspannt ins Krankenbett legen. Kriegt er jetzt hier auch so ein... Nee, kriegt er nicht. Kriegt nicht so ein Helm auf. Aber okay. So, wir werden Missionen machen. Also... Die eine Mission ist ja erledigt. So, Lade des der Verdammten würde mich interessieren. David Pierce. Ellie Grosche. Noah Finch. Boah, eieiei. Okay, dann starten wir erstmal die Geheimoperation. Und nehmen hier schon mal Ellie Grosche. Leider vergessen wir, was Ellie Grosches Beruf ist. Aber jetzt erstmal keiner weiter. Durchschnittlich, okay. Okay, aber minus 1 auf alles, das ist nicht wild. Es gibt keine guten Eigenheiten, habe ich das Gefühl. Einflussreich, wow. Plus 4 auf Blöffen und plus 4 auf Reden halten. Eieiei. Sehr gut. Erhöht die Anhänger-EP in Therapieräumen. Doppeltes Kochtempo. Sag mal ganz kurz, wer sind unsere beiden Köche? Kane und Hosking. Ich werde Joseph Hosking in die Instandhaltung setzen. Wer ist ein Instandhalter bei uns? Ella Anawai. Okay, die würde ich gerne rausschmeißen demnächst. Wenn ich sage demnächst, dann meine ich eigentlich... Jetzt schon. So, jetzt müssen wir noch den Instandhalter... Das muss ich erstmal finden. Joseph Hosking. Ich hoffe, das passt jetzt. Das war nicht ganz so clever, weil ich sollte vielleicht erst abwarten, bis ich Willow McDonald auch bekomme. Naja, egal. Geheimdienst. Stunde noch. So, aber erstmal ist die Predigt durch. 4 Sterne wieder. Super. Wieder das Maximum. Fass haben wir bekommen. Minus 93 Ermittlungsdruck. Eieiei. Das sind doch mal Zahlen, die sich sehen lassen können. Energiewellness, Kammer der Seele. Ja, das ist egal. Das ist eigentlich auch egal. Maleranzahl an Essen. Erhöhe die Effizienz. Ich glaube, ich mache jetzt dann mal die beiden. Da gibt es bestimmt dann auch nochmal neue Gegenstände. Dann geht auch aufs Klo. Oh. Using Toilet. Bist du auch nackt? Nachtaktiv? Nee.
denn eigentlich auch neue Aktivitäten für... Ja, hier, Aufwertung, Freizeitraum. Weil wenn ich jetzt hier einen habe, der nur intellektuelle Sachen macht, der kommt ja hier überhaupt nicht zu Potter. 36 Anhänger jetzt. Schnelle Veränderung. Ah ja, okay. Bank ausgefallen. Ach so. Ist eine Bank zum Sitzen. Was machen wir nochmal? Scheiße, ich muss nochmal den PR nochmal machen irgendwann. Aber wir machen nochmal den Ermittlungsdruck. Amy Blatt. Und Michael Connor. Los geht's. So. Jetzt sollten die Zahlen auch sprunghaft nach oben gehen. Nö. Don, sie hat eine Eigenheit erhalten. Rasen betreten verboten. Betritt den Rasen lieber nicht. Gut, das braucht sie auch nicht. Neuer Donzi. Ja. Ja, jetzt kommen doch noch mal ein paar richtig. Na, okay. Richtig gute dazu, wollte ich sagen, aber ich lüge. Oh, der McDonald, Alter. Mach hin. I need you. Ah, okay, also was hatten wir noch nicht? Wir hatten auf jeden Fall U-Bahn, wir hatten auf jeden Fall Taxi, dann nehmen wir die Bushaltestelle. Duration increased. Alter, es ist einfach alles kacke. 12 Stunden, Alter. Jagt jemanden hinterher. Was können wir denn noch machen? Objektbeschaffung. Mysteriöses Deko-Objekt. Ja gut, für die 4 PR, die mir fehlen... Ich habe jetzt ehrlich gesagt wenig Lust, das zu investieren. Oh, das Becken. Na, das ist natürlich der Nachteil jetzt, ne? Nee, ist doch nicht der Nachteil. Stimmt, ich habe die Zeit geändert. Alles gut. Kommen die Upgrades. Sehr schön. So, sie hat noch, naja, 5 Stunden vor sich. Kommt sie also irgendwann um 1 zu 2 nach Hause. Oder eher. Ich weiß gar nicht, wer da drin ist. Plus 4 auf Marketing. Amy Roscoe. War das das andere? Nur Intellektuelle, das ist mir egal. Mir ist 5 Spionage. Plus 4 auf Marketing. Man gibt mir einfach irgendeinen, bitte. Danke. Marketing macht. Missionierungsbüro oder Therapieräume. Naja, gut, kann man beides machen. Ich finde Missionierungsbüro gar nicht so schlecht. Minus 87, Alter, eine 89. Bombe. Bombe! Wer ist denn jetzt der Missionierungsbeauftragte? So. David Pierce. Durchschnittliche Was? Okay, ich habe ja sogar einen ganz guten. Gut, dann können wir irgendeine Therapie... Fuzzi nehmen. Therapie waren. Ja, okay. Also, wir können auch erstmal abwarten, bis die Donzis überhaupt soweit sind. Was ist er denn hier? 1036. 840. 462. Okay, das geht relativ fix. Das eine mit dem anderen zu tun?
denn hier einen guten? Also du bist ja sowieso Ultimativo. Sein, ne? Dass das eine mit dem anderen zusammenhängt. Würde aber bedeuten, wir haben keinen wirklich krassen mehr. So, was ist denn mit der Zeitung? Gefälschte Waren im Hafen beschlagnahmt. Bevölkerung sollte sich auf Bruchschaden und Defekte vorbereiten. Letzte Nacht schließt ein Polizeistich einen gefälschten Ring aus den Docks. Es wird gesagt, dass der Ring so groß wurde, dass sie über 50% aller Waren in die Stadt verantwortlich sind. Es wurde festgestellt, dass die Qualität dieser gefälschten Waren stark fehlte und jeder, der solche Gegenstände hat, können davon ausgehen, dass sie eher früher brechen als später. Detective Harry Eastman, der für den Stich verantwortlich war, hatte dies zu sagen. Ihre Waren sehen so gut aus wie das echte Ding aus. Ihre Waren sehen so gut wie das echte Ding aus, daher sind sie schwer zu erkennen. Sie wurden jedoch zu lange in der Sonne ausgelassen und drehten sich brüchig. Wenn diese Punks ihre Waren richtig gelagert hätten, haben wir sie möglicherweise nie gefunden. Okay. Gegenstände gehen eher kaputt. Verstanden. Die Zeitung, naja, war wieder mit Google Translate übersetzt. Schwierig, möchte ich meinen. Da war nicht allzu viel grammatikalisch richtig, aber egal. Wer war denn der andere, der hier so krasse Sachen hatte? Er hier, glaube ich, ne? Ja. Er ist eine Sie und Jasmine Bender wär's. Oh, komm, alter Willow. Okay, schaffen wir vielleicht heute so, ja, ne? 99? Jetzt wird gerade nichts gemacht, ne? Das ist das Problem. Eigentlich müsste da jemand arbeiten. Der Raum ist auch viel zu klein für die ganzen Leute. Tausend. Nein, mach doch irgendwas! Ach, Donzi wurde verletzt. Schmutzige Hände beim Essen. Ah, dass es das noch gibt. Joshua Carter, unwichtig. River Nelson. Ah, noch nicht erkannt. Oder entdeckt, aber... Könnte kein schlechter gewesen sein. So, wo ist denn jetzt hier der Typ? Nein. Nein, es gibt noch mal eine Badezimmeraufwertung. Oh, es gibt auch noch eine Schlafzimmeraufwertung. Nein, das gibt's doch nicht. Oh, fuck. Das ist doch scheiße. So, und kann bitte mal dieser Willow McDonald jetzt hier... Wo bist du denn? Willow McDonald ist übrigens auch eine Frau. Alter, 1010. Ach, sie schafft's einfach nicht. Willow, geh da einfach nach Hause. Okay, wir müssen doch nochmal die Zeiten ändern. Und zwar von ihm hier. Naja, alles gut. So, muss man ganz kurz ändern. Also, du arbeitest hier 5 Stunden. Und hier 4 Stunden. Jonah Baum, du bist doch der Wirtschaftungs-Heini, oder? Ja, Jonah Soul ist es. Entschuldigung. Deswegen hat das auch nicht funktioniert.
Jonah Soul muss dahin. Oh Mann, ey, die heißen auch alle gleich. Also schwierig zu unterscheiden, die Leute. So, wer arbeitet denn? Sie. Genau, du forschst. Ich habe übrigens immer noch... Ich habe $42.000, aber ich schaffe es immer noch nicht, alle Spinte aufzuwerten. Ich mache das jetzt auch nicht, wo ich jetzt gesehen habe, dass es die nächste Stufe noch gibt. Du musst aufs Klo, dann geh doch aufs Klo. Negatives Gespenst? Gespräch. Abortparanoia. Bevorzugt eine eigene Toilette? Nee, hör auf, wirklich? Okay, Jasmine. Achso, wir pennen gerade. Aber das werde ich dir direkt mal austreiben. Jasmine Dorn, Abort Paranoia. Tagsüber, das haben wir. Die Abort-Paranoia müsste tatsächlich mal weggehen. Komm, wir machen das mal. Und wir machen den Ermittlungsdruck noch mal ein bisschen niedriger. David Pierce. Ich habe keine Ahnung, was du für einen Beruf hast, David. Sehr gut. So, Abort-Paranoia vorbei. Ja. Schläft lieber tagsüber, haben wir. So, jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert. So, Jonah Soul arbeitet zumindest schon mal. Lagerraum, ja, kennen wir. Die 4 ist besonders. So. Wichtige Dokumente. Sehr gut. Ah ja, jetzt ist Jonah Soul auch da. Sehr gut. Genau, und jetzt dürftet ihr eigentlich auch nicht mehr angepisst sein. Und wir können jetzt hoffentlich Willow McDonald missionieren. Hallo, meine Liebe. Also, du hast doppeltes Kochtempo. Unbeständig. Und hast Objekt Glücksspielautomat. Ja, du musst wohl oder übel kochen. Also, musst du überhaupt nicht, aber ich lasse dich kochen, und zwar in der Nacht. Wieso habe ich denn Jacob Kane eigentlich zum Koch gemacht? Das weiß auch nur ich, ne? Also, du bist Köchin, also Schlachtkunst. Improvisation. Und du kriegst den gleichen Dienstplan wie Jasmine Dorn. So, auch du darfst tagsüber schlafen. Sehr schön. Juniper Garrett. Die müssen wir aufdecken. Hier, Amy Roscoe ist halt auch noch mit dabei, ne? Ja, das ist eine geile Eigenschaft, einflussreich. Aber sie hat einfach nicht die Qualitätsstufe, die ich will. Oh, wir haben übrigens kein Essen mehr.
nochmal einmal nachkaufen. Scheiße, ich habe überhaupt nicht drauf geachtet. Minus 63, 54, Ermittlungsdruck noch. Plus 12 pro Tag. Naja, gut. Wen haben wir jetzt hier noch Neues? Weiß man gar nicht, wa? Könnte aber Daniel McQueen sein. Es ist Daniel McQueen. Okay. Scheiße, Alter. Juniper Garrett ist... Nee, ich warte ab, bis ich sie erforscht habe. Maximaler Glauben. So, Aufwertung, Freizeitraum. Scheiße, kann ich doch nicht machen. Darauf sparen wir jetzt. Einfluss minus 7, Ermittlungsdruck minus 52 und 5000 Geld nur. Oh, kein erfolgreicher Tag. Also ich habe zwar auch ein bisschen was in Zutaten investiert. Achso, ich forsche gerade nicht. Warte, bitter. Können wir denn mit Jasmine dann mal machen? Eigentlich nichts. Ja, okay, sie sitzt am Empfang jetzt. Kann ich sie nicht hier missionieren lassen? Würde vielleicht noch ein bisschen was bringen. Die Inspiration? Achso, das ist immer noch das hier. Ich könnte übrigens auch den Geheimdienstmenschen, den könnte ich auch nachts arbeiten lassen. Wer ist denn das? Jonah Baum. Okay, der ist sowieso scheiße. Der muss irgendwann mal ersetzt werden. Wobei ich tatsächlich nachts nichts zu tun habe, ne? Also Instandhaltung würde noch gehen. Aber dadurch, dass auch nichts kaputt ist, wäre es ja auch verschwendete Lebenszeit. Die sie aktuell hat, ne? Na gut, okay, sie ist auch erst 1-1. Boah, das sind ja keine 50%, die sie kocht. Die ist wirklich noch unterirdisch, die junge Dame. Also, Juniper Garrett, die interessiert mich am meisten. Der Rest ist mir eigentlich egal. Problem ist natürlich, dadurch, dass ich jetzt die Bewirtschaftung so gut am Laufen habe, wird doch keiner mehr aus... Naja... Scheiße, Aria. Connor war kurz vorm Gehen. Ich wollte gerade sagen, da wird es wenig Leute geben, die jetzt hier wirklich unzufrieden sind. Aria, wo bist du? Gebe da einfach Aria. Wo ist Aria, Connor? Jawohl, sie geht, ne? Ja, sehr gut. Tschüss. Das mit den Verträgen können wir natürlich auch machen. Was ist denn, wenn der Typ dazu kommt? Naja, egal. So, wir machen erstmal Feierabend für heute, meine Lieben. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Haut rein.